wurde Georg Elser am 4. Januar 1903 als der außereheliche Sohn der Maria Müller. Ein Jahr später hat seine Mutter den Kindsvater Ludwig Elser geheiratet. Durch diese Eheschließung wurde er legitimiert. Staufacher im zweiten Akt, zweite Szene.
feinvertraulich. Der Führer wünscht, dass Schillers Schauspiel Wilhelm Tell nicht mehr behandelt wird. Ich bitte Sie hier von vertraulich Herrn Reichsminister Rust und Herrn Reichsminister Dr. Goebbels zu verständigen. Heil Hitler, Ihr Martin Bormann. Ihrem Antrag auf Haftentschädigung können wir nicht entsprechen. Sie stützen Ihren Antrag darauf, dass Sie wegen Begünstigung Ihres Bruders Georg Elser, der 1939 auf Hitler ein Attentat zu verüben suchte, in Haft genommen und einige Zeit festgehalten wurden. Nach § 1 Absatz 1
Ganz stiller.